Das ist der dritte stark. Vogel hintereinander. Aber er fliegt weg, oder? Aber diese Auffangnetze sind echt geil. Alex. Wir hätten PvP einschalten sollen. Oh, ist eine größere Insel, also groß, größer. Groß, größer, am größten. Fett. Echt, apropos Fett, kann ich mal einen gescheiten Haken bauen? Haben wir Bolzen? Kannst du noch ein bisschen warten mit dem Haken, Norbert, bitte? Ja, okay, passt. Was hat man seinen normalen Haken geben? Jetzt baut er sich ja, stimmt. So eine ja, stimmt. Da kommen drei Fässer auf uns zu. Achso, Alex ist schon auf der Insel. Er sagt, das wäre nett, wenn du halt einfach ein bisschen wartest. Vier ich habe gleich die ganzen Fässer eingesammelt auf dem Weg. Da kommen auch Fässer. Ich habe jetzt einen Anker gesetzt, weil Alex das nicht macht. Kameradenschwein. Leute, ich war noch weit hinten. Aber ich habe die Fässer geholt und bin gleich direkt hingeschoben. Hast du schon die Bäume ab? Ja, bin gerade dabei. Abrasiert. Wir müssten uns halt mehr Bäume, wir müssten schauen, was wir diese Beete machen können. Die ganz großen. Ja. Wir brauchen mal Nagel und Bolzen, die sind gar nicht so billig. Ja, aber wir hätten halt Planken dann. Die bauen wir halt einmal. Ja. Da war eine Kiste oben. Ah, da unten ist das Ganze, was ich suche. Alles klar. Du kannst aber eh mit von den, auf die Insel, genau, aber du musst nicht umbleiben. Ich bin nicht am Schiff, ich bin so zu den vier Fässer geschwommen. Weil ich hole jetzt Schrott von da unten. Mhm. Auch, weil Schrott ist urwichtig, irgendwie, das zeigt es mir immer wieder. Ja, yeah. Ich habe jetzt nur, es waren Fässer in der Nähe, weißt? Alles okay, alles Gucci. Gucci. Also du darfst doch auf dem Fluss bleiben, ich wollte nur sagen, dass du nicht glaubst, dass du jetzt umbleiben musst. Ich wollte dir eigentlich nur... Nein, jetzt wo ich weiß, wegen einem Abbau und so weiter und ich nicht so lost bin dabei. Na, wir jetzt haben auch endlich einen Anker. Das heißt, keiner muss mehr aufs Floß aufpassen. Ja. Nicht so wirklich. Da kann man auch ein bisschen weiter runtertauchen. Ah ja, Flossen. Flossen hätte ich mal machen können auch. Kleber brauchen wir noch, bitte. Ich muss erstmal die Sachen erforschen, sobald ich sage, also, das klingt zwar sozial. Ich würde den Kleber gerne noch aufheben, weil ich brauche den, ich weiß jetzt nicht mehr für was, aber für irgendwas brauche ich den gerade noch. Für die Flossen braucht man die Kleber nicht. Doch. Natürlich, diesen Kettenpflanzenkleber. 5 Stück davon, so viel. Irgendwas wollte ich nämlich vorhin gerade bauen, wofür ich das brauche. Ah ja, genau, für den Topf. Den Topf hätte ich gerne noch vorher. Stimmt, sorry, Kleber. Dann natürlich nicht. Du kannst aber Dinge mit Metall bauen. Wir haben genug Metallbahn jetzt da. Wenn du irgendwas mit Metall... Warte mal, was kostet denn der Haken zum Beispiel? Wenn du die Sachen hast, kannst du dir deinen Haken machen zum Beispiel. Wir haben genug Seil, wir haben genug Planken. Hm. Seil haben wir wirklich genug. Also Planken haben wir nicht genug, aber... Da kannst du einen abseilen. So rund um die Insel habe ich jetzt unter Wasser eigentlich kaum was gefunden, außer ich war an der falschen Stelle. Du warst wahrscheinlich an der falschen Stelle. Es gibt nämlich immer so einen Riff und da findest du die ganzen Sachen, die du brauchst. Ah, da ist ein Riff jetzt. Aber da hat sie wahrscheinlich schon... Nein, da ist noch was. Mann. So, ich mache jetzt dann gleich Kleber. Die Unterwassersachen kann man nicht nehmen, die Pflanzen. Die ich schon abgeholt habe. Ah, okay. Vermutlich. Ah, oh ja, einen Seetank habe ich erwischt. Okay, dann habe ich einen ausgelassen. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, wenn wir zu dritt sind, werden wir vielleicht noch einen Reiniger brauchen, oder Alex? Vielleicht später. Also noch einen zweiten meinst. Ja, ich bin sicher, aber ich glaube, da war es sehr ausreichend. Metallbahn, Bolzen. Wenn man immer wirklich gleich nachfüllt, dann... So, ich brauche einen Bolzen. Einmal Bolzen.
Genau, und Kleber brauche ich dann. Wo ist denn jetzt mein... Ah, stimmt, stabil. Ah, deswegen waren die ganzen Metallbahnen weg. Alles klar. Die ganzen, ich habe drei genommen. Auf der Insel okay. Wart's jetzt schon. Ja. Ich suche nur die Samen. Ich habe also, ich kümmere mich ja um den Schmelzofen, weißt du? Ich bin ja der Schmelzofen-Experte. Ich hätte gerne eine Kiste hier dann dafür meine Schmelzofen-Sachen. Dominik, lasst die Herzen schmelzen. So, irgendwo ein Eier. Eier kriegen wir sicher über das Vogelnetz, was ich dir gesagt habe, Norbert. Wolle, ja. Ich habe noch nicht ein Schaf gesehen. Schaf? Ja, es gibt Schaf irgendwo. Auch, ja. Ah. Ich werde jetzt dann als nächstes einen Empfänger. Ich werde als nächstes jetzt einen Empfänger bauen, oder? Ja. Ein Empfänger und eine Antenne, weil das ist, glaube ich, etwas, was wir auch brauchen. Alex. Mhm. Aber ich glaube, wir brauchen schon ein größeres Floß. Also ein bisschen breiter. Oder wir machen es wirklich auf Etagen, die Sachen. Ja, sicher muss man es größer machen. Aber wir haben ja nicht einmal Planken, jetzt was so zum. Ja, ja, eh. Überleben dabei, also. Wo soll ich denn das? Wo soll ich denn das da mal hinplatzieren? Die Antenne? Ganz oben wo. So. Oh, die ist so groß. Ich platziere die da mal dahin. Vielleicht kann der Herr Baumeister mein Fundament oder so oben machen, Stock. Wenn ich noch immer Holzbänke hätte, könnten wir ausbauen, ja? Hilf kann ich dir dabei geben. Muss die Antenne da extra stehen? Ja, aber es sind 11 Planken. Mit dem fange ich nicht viel an. Okay, das schaut scheiße aus. Besser ist nix. So, dann haben wir mal 4 mit den Bäumen, dann schauen wir mal. Und eine Batterie muss ich noch machen, okay. So, jetzt habe ich Dings, jetzt würde ich Kunststoff brauchen. Habe ich nur eins dabei mit. Ja. Erfordert mehr Höhe. Okay. Die Antenne vielleicht, ja. Haben wir gesehen. Na, dann musst du fix höher bauen. Ja, ist ja wurscht. Schrot, okay, Planken, Seil. Können wir weiterfahren, oder? Ja, ich warte eigentlich nur für euch. Nö, ich bin schon die ganze Zeit oben. Ja, wir können. Scharniere können wir sicher auch irgendwann einmal herstellen. Können wir schon die ganze Zeit arbeiten. Was ist mit Metall? Okay. Ich hätte nämlich auch gerne eine größere Nahrungskiste irgendwann einmal. Wir haben eh da Kisten. Ich habe mir noch keine gebaut, falls das dein Dings war. Wir brauchen generell mehr Kisten, generell irgendwann. Ja, gleich die größeren. Achso, jetzt würde ich gerne nämlich kurz, wo haben wir noch? Haben wir noch irgendwo rohe Rüben? Wahrscheinlich nicht, gell? Ah, da sind drei. Ich brauche aber mindestens 4 dann. Okay, ich lege sie in eine ganz rechte Kiste. Ja. Achso, du brauchst rohe Rüben, okay. Wenn ich das weiß, dann brate ich nicht alle in Zukunft. Aber schau mal her, Norbert, du hast hier Rezepte. Das spielt Gemüsesuppe. Du hast jetzt da hinten, habe ich dir einen Topf hingestellt. Du kannst dann hier mit den Rezepten die Sachen rantun, die du brauchst. Ah, wenn ich sie quasi mit habe. Mhm. Das heißt, ich muss das Rezept auch immer mit haben, oder? Du kannst es dir auch aufschreiben irgendwo. Du musst es halt nur wissen. Ich weiß nicht, ob das dann gespeichert bleibt, wenn du es einmal erfunden hast. Oder vielleicht kann man das Rezept auch da reinhauen, das weiß ich nicht. Kann ich das lesen? Ah, da! So, okay, das muss man in die Hand nehmen. Achso, die müssen aber roh sein. Okay. Deswegen habe ich gerade gesagt. Ja, okay, da habe ich auch zum Beispiel 2 Hähnchen. Das ist ein bisschen Arsch jetzt. Als nächstes werde ich eh wieder Dings
Dings machen, glaube ich. Brauchst du irgendwas, Alex, eigentlich vom Schmelzofen dabei? Nein. Okay, sorry, Leute. Wofür denn? Ich dann erst beim nächsten Durchgang machen. Ist ja egal. Achso, wollen wir hier eigentlich... Achso, du wolltest nur so Schwimmer haben, gell? Weil ich glaube, auf der Seite, wenn wir noch irgendwie Dings hätten, wäre auch nicht so schlecht, Auffänger. Ah, meinst du, da rechts? Ja. Weiter? Nicht breiter, aber hier vielleicht rein, zum Beispiel in dieser Reihe oder so. Ja gut, die gehen eh nach hinten. Da hinten ist die Insel, waren wir auf der? Oder kommen wir von der gerade? Von der Insel kommen wir gerade. Achso, lost. Das geht eh alles hinten rein, was quasi von vorne kommt. Ja, stimmt. Mangosamen. Ich habe ja nur auf zwei Seiten gebaut, aber egal welche. Mangosamen. Also Kunststoff ist halt, finde ich auch, wenn man ausbaut. Problem. Das stimmt, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ist mir auch gerade aufgefallen. Also Mango habe ich hier, aber Kokosnuss keine. Kokosnuss haben wir noch keine gefunden. Na gut. Oh ja. Oh ja? 100%. Ich habe nämlich das hier gesehen sogar. Vielleicht sind die, hab ich, vielleicht habe ich die gerade gegessen, glaube ich. Sorry. Also bei den großen Kisten. Da ist einer in der mittleren, aber es waren mehr vor. Okay, na, da baue ich zwei, wenn. Ich glaube, ich habe die covered. Ja, verfräst du nicht. So, dass du einen Fisch habert, weißt. Ja. Oder sowas Kostbares. Du lieber deine Beete da ernten, oder? Die Kartoffeln tue ich nicht mehr ernten dabei. Achso. Weil davon habe ich gut viele. Also am Ziel gibt es kein Rezept mit Kartoffeln, oder? Oh ja. Viermal. Viermal. Ja, aber da brauche ich rote Beete, die ich gekocht habe. Genau, viermal Dings und viermal rote Beete. Aber. Gut, wie viel haben wir denn? Da sind zwei. In der Essenskiste. Da waren auch noch irgendwo welche, habe ich gesehen. Naja, die roten Rüben gegart. Nein, da, und da sind auch noch drei. Aber das sind drei. Ja, und da sind auch noch drei. Zack. So. Das ist schon sechs. Ah. Du, die ist die Kiste? Ja. Problem, Potter. Also Alex, Norbert, wir haben jetzt noch Kleber, wenn du was brauchst. Du kannst dann da was damit machen. Okay, danke. Wobei ich habe jetzt zerflossen, aber ich finde die nicht so notwendig gerade im Moment. Ja, ich spare dann eh noch dabei. Also wenn, mach irgendwas anderes mit dem Kleber, was du brauchen kannst. Ja. So. Boah, ich liebe es, den Hai abzuwehren im Wasser, oder? So ein Gott-Move einfach. Oh, da ist wieder ein Vogel auf unserer Beete.
Also die Hähnchenschenkel gehen uns jetzt dann auch nicht mehr aus. Die können wir auch dann brauchen. Aber ich check aktuell nicht, wie das mit dem Kochen gehen soll, ehrlich gesagt. Du wirst wahrscheinlich auch... Hast du schon reingeworfen, die Sachen? Ich kann sie da nur platzieren, ich kann sie nicht reinwerfen. Ja, du wirst wahrscheinlich auch... Du wirst wahrscheinlich alle platzieren müssen. Ja, aber ich brauche zum Beispiel vier rote Rüben und ja, dann vier... Platzieren wir alle vier. Ja, und jetzt habe ich... Wir gehen mit dem Kochen, zack. Alter, wo hast du das angezeigt? Auf den Kochtopf. Ich habe da nur entfernen. Da hinten ist eine Insel. Norden. Das kocht er gerade. Aber er kocht jetzt nur die Rüben. Vielleicht kocht er die, ja, dann musst du die Erdäpfel dazu und so weiter. Vielleicht musst du jetzt schon die Erdäpfel dazugeben, zum Beispiel auch. Vielleicht eins nach dem anderen. Also, dass das vielleicht entweder oder ist, vier Rüben oder Kartoffeln. Nein, da steht ja 4 plus 4, also irgendwie so. Normal 4. Oder 4 mal 4, ja. Jetzt steht Kartoffel und... Benötigt Tonschale. Okay, anscheinend benötigen wir jetzt eine Tonschale, damit wir das Essen rausnehmen, ja. Okay, ich glaube, die können wir uns eh schon machen. Warte mal. Shortcut. Tonschale, zweimal Ton. Ich habe jetzt... Oh, ich habe jetzt da zu viel Ton verschwendet. Wurscht. Haben wir keine Zeit, ne? Na, wir haben genug Ton. Ich gebe sie dir in die Essenskiste. Danke. Ah. Ah, jetzt geht's. Beginne mit dem Kochen. Insel. Wer möchte ja eine heiße Suppe? Heiße Suppe. Ich würde gerne eine nehmen. Ich würde gerne eine nehmen. Also hat's nur gereicht? Nur für die roten Rüben, oder? Du kannst entweder oder machen. Schau, ja, genau. Schau mal, ja, also ich hab da jetzt da gedroppt, Dominik. Warte, ich komme. Was ist hier noch? Beim Boot. Also beim... Okay, Alex hat sie gestohlen. Was hab ich getan? Mache ich. Das heißt aber, man kann entweder oder machen. Ja. Anke, Alex ist halt so ein Pisser. Warum? Weil du gestohlen hast. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle, oder? Gar nichts gemacht. Und Safety müssen wir auch machen. Ist... Was wolltest du sagen? Vielleicht kann ich den Tenne hier einfach mit hochnehmen. Zum Beispiel. Aber das bringt nichts. So, ich habe wieder Kokosnüsse für dich. Ja. Alter, was ist mit dem Floß passiert? Ich glaube, da war eine starke Welle. Das hat auf einmal so gegen die Wand geschleudert. So, dann gehe ich jetzt wieder ein bisschen unter der Erde, unter dem Wasser. Ich habe gerade ein bisschen Ordnung zu kriegen in diese Kisten. Brauchst du Glas eigentlich? Oder geht's da mal? Und brauche ich auch nicht. Schrott würden wir brauchen. Erst wollen wir den Hai töten? Oder ich töte ihn schon, ich versuche ihn zu töten. Wow, es gibt ordentlich Nahrungsschub. Ja. Deswegen ein Safter, was ist das nächste dann? Da ist so ein Homo. Kokosnuss, wo bist du?
Ich habe gleich welche für dich, Norbert. Sobald ich den Hyde getötet habe. Achso, ich dachte, du hast schon welche. Ich habe eh welche. Achso, bei dir. Wir machen Mangosamen. Okay, das ist ein Mangobaum. So heißt tot. Das ist ein Mangobaum? Aha. Oder was? Ein Mangobaum kriegen wir sicher auch Bretter. Das heißt, wir könnten dann beim nächsten Durchgang vielleicht einen Mangobaum immer dazu nehmen.